Hallo, ihr Monsterjäger, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter World. Ja, ich nehme das jetzt gerade so eine Stunde nach der Premiere von der ersten Folge auf, also ich habe noch keine Ahnung, wie die angekommen ist. Aber ich dachte, ich nehme einfach trotzdem nochmal eine zweite Folge auf, weil die erste Folge hat mir tatsächlich ziemlich Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wie in der letzten Folge bereits erwähnt, wir wollen ja jetzt in die verschiedenen Gebiete und von dort aus uns zu den neuesten Gebieten hocharbeiten. Und dann vielleicht auch diese schwere Quest machen. Für die müsste ich mich dann aber ziemlich krass aufrüsten. Und ja, Leute, ich habe auch meine Waffe ein bisschen verbessert. Die sieht jetzt zwar absolut lame aus, aber die macht richtig krass viel Schaden. Das kann ich euch auch gleich demonstrieren, denn das ist auch eine Explosionswaffe. Und Leute, was wir heute außerdem machen wollen. Ich möchte nämlich heute mal ein Monster fangen, denn das kann man auch. Dafür braucht man Fallen und Beruhigungsbomben. Und dafür, ihr habt ja bereits im letzten Video gesehen, bei den Tsitsi-Yakus. Die Viecher, die haben irgendwann gehumpelt und haben sich dann auch irgendwann schlafen gelegt. Und wenn die dann halt pennen, kann man da eine Falle anbringen und die dann mit Beruhigungsbomben aufwecken und dann auch gleich wieder, naja, schlafen legen. Und ganz ehrlich, ich habe komplett vergessen, was einem das dann bringt, aber auf jeden Fall sind die dann hier. Also dann würde hier das Monster schlafend rumliegen, was ich ziemlich cool finde. Und Leute, ich habe mir auch schon eine Quest ausgesucht. Das wird jetzt mal eine Untersuchung, weil ich euch einfach nur das Monster zeigen will. Nämlich, dass wir einen Pukay Pukay erjagen sollen. Das ist schon auf eine Stufe 6 Schwierigkeit, also es wird was anspruchsvoller und ich werde eventuell mal sterben. Die Scheiternbedingungen sind, dass die Zeit abgelaufen ist oder dass ich halt dreimal ohnmächtig geworden bin. Ja, man stirbt in diesem Spiel nicht, man wird ohnmächtig. Und ja, wir gehen noch mal hier rein, Gutschein nutzen von mir aus. Quest akzeptiert. By the way, Leute, es tut mir leid, falls die Aufnahmequalität scheiße ist. OBS funktioniert halt irgendwie bei manchen Spielen einfach nicht so richtig und nimmt das in der Spieleaufnahme nicht an. Heißt, ich muss eine Bildschirmaufnahme machen, was richtig kacke ist. Und auch kacke aussieht. Und warum bin ich zur Schmiede gegangen? Das war nicht sehr klug. Na egal, die Kantine ist ja direkt da oben. Ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft. Wir brauchen hier was zu essen. Mit Geld bezahlen, das Chefkochgericht. Selbstverständlich. Die Animation überspringe ich mal diesmal. Oh, sogar Sherlock hat was zu essen. Oh, das freut mich. Aber dann gehen wir einfach mal direkt los. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Wow. Was war das? Oh, da ist sie schon direkt. Ich wollte noch ein bisschen reden. Na, okay, ich habe auch wieder vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Dann rüsten wir mal Trank aus, oder ehrlich gesagt den Megatrank. Er hat uns direkt vergiftet, was? Ach, hier liegt überall Gift rum. Spüre das Monster auf. Ach, ich sehe es ja überhaupt nicht. What the fuck, Spiel? So, ich habe jetzt auch einige neue Kombos mit dieser Waffe gelernt. Nämlich, dass man, wenn man im Schwertmodus ist, eine krasse Kombo machen kann. Und der rotzt hier einfach überall hin. Ah, ja. Irgendwie hat er mir schon eine Hälfte Leben abgezogen. Ich will gar nicht wissen, wie. Ja, mit der Vitalitätswespe, die gibt einem Leben. Ja, aber spuck ruhig, Sherlock. Wow. Also das Viech ist halt ein Giftviech und auch recht aggressiv. Und er hat eine lange Zunge, mit der er einen auspeitschen will. Bitte nicht auspeitschen. Oh, was? Verpisst er sich jetzt schon? Ich hoffe doch nicht. Eigentlich hoffe ich schon, ne? Ich kenne nämlich so einen super krassen Mob-Angriff, den ich euch gerne demonstrieren wollen würde. Verdammt! Oh nein, ich bin betäubt. Da muss man sich erholen. Das ist so kacke. Währenddessen ist man so leicht angreifbar. Und er wird rot. Typ, ich will dich doch gar nicht umbringen. Ist nicht so gemeint. Hier, diese krasse Kombo meine ich. Ha, ja. Und ich habe irgendwas von ihm gebrochen. Und er spuckt irgendwas. Und ein Gift. Schnell die Waffe weglegen. Fuck! Super. Trank verschwendet. Wie auch immer ich den verschwendet habe. Ich habe ihn nicht mal angefasst. Verdammt. Warum sind eigentlich alle Monster hier pisst? Und warum müssen wir alle Monster hier erledigen? Warum sind die denn alle böse? Die armen Monster. Ach, war nur ein Scherz. Tut mir nicht leid. Ha! In your face! Ach, das läuft doch gerade eigentlich ganz gut.
Und er furzt aus seinem Schwanz. Fühle ich auch richtig. Bitte greif nur Sherlock an. Ich meine, bitte greif auf gar keinen Fall Sherlock an. Zeit für ein kleines Nickkätzchen. Nein, Sherlock, du bleibst jetzt hier. Ah, verpiss dich. Puke-Puke-Spuren. Olle. Ah, da lang. Warum bin ich wieder vergiftet worden, Junge? Oh Gott, ich dachte schon, ich hätte meinen Weststein nicht dabei. Das wäre ungünstig. Oh, da läuft auch ein anderes Monster rum. Aber das ist ein Monster, das eigentlich angreift. Also, das ist der Wald. Die erste Gegend. Ein bisschen unspektakulär, aber sieht trotzdem schön aus. Blaupilz, nehme ich doch gerne. Okay, Puke-Spuren. Untersuchungen hinzugefügt. Oh Gott. Warum hört dieses Gift nicht auf? Ist das durchgehend? Jetzt ist es nicht mehr. Okay. Blau? Oh! Das ist ein Drachenältester, also richtig krasse Viecher. Alte, zerzauste Kerbe. Ah, da chillt er. Da, Großjagdgras, das ist ein anderes Monster. Wenn wir Glück haben, kommt er. Nur wenn wir Glück haben. Aber er ist gerade in der Nähe. Er kommt hier hin. Da ist er, da ist er, da ist er. Aber er hat gerade was gegessen. Deswegen war er so fett. Sieht auch richtig cool aus, wenn man den isst. Nur wenn wir Glück haben. Komm. Bitte greift euch an. Okay, er greift gerade hauptsächlich Sherlock an. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Er soll jetzt eigentlich einfach mal hier hinkommen. Können wir auch mit der Schleuder anvisieren. Verdammt. Nicht das Gift. Auch Sherlock ist vergiftet. Wow. Das ist eine fette Bombe, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wir haben gerade leider keine Schleudermunition. Nein! Oh, doch, doch. Mal wieder morphen. Ich will mal wieder die krasse Kombo machen. Hier ist deine Melodie, um deinen Angriff etwas zu verbessern. Nicht furzen! Jedenfalls nicht auf uns. Das ist so schwer. Oh. Ja! Verreck! Das sind Jagras. Das sind aber auch nur so kleine Viecher. Verreck! Gott, jetzt verreckt er gerade richtig. Beweg dich! Kann ich nicht einschätzen. Sind wieder Drachenälteste Sachen. Okay, Puke Sachen. Okay, Puke Material. Alles klar. Großjagdgras, der juckt mich aber gerade nicht. Ich will zum Puke Puke. Greift er mich an? Oh, er greift mich an. Ach Gott, Typ, verpiss dich. Der ist halt richtig lame. Das erste Monster, gegen das man kämpft. Aber weil wir natürlich auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad sind, ist der nicht ganz so lame. Und da hinten ist er, umgeben von Jagras. Oh, ja, keine gute Idee, jetzt das zu untersuchen. Gehst du vielleicht weg? Danke. Boah, der rastet richtig rau, richtig aus. Dude, ich will dich noch fangen. Jetzt hängt er irgendwie fest. Alles gut. Jawohl. Krasse Kombo. Und wir haben irgendwas abgebrochen. Ich glaube an seinem Flügel. Das ist gut, dann kann er nicht mehr so gut fliegen. Der humpelt, er humpelt, er humpelt. Perfekt. Nehmen noch ein paar Spuren von ihm mit und lassen ihn mal in sein Versteck humpeln. Und bringen einfach mal diese Jagras um. Leute, ich hasse euch. Das meine ich mit der krassen Waffe. Das ist halt wirklich Explosionsschaden. Und One hätte gefühlt alles. Außer den hier. Von dem brauche ich mindestens zwei. Dann steche ich nochmal in den Jagras rein, aber mich juckt eigentlich nur der Knochenhaufen. By the way, tut mir leid, wenn mein Controller so laut ist, war in der ersten Folge so. So, und jetzt hat er sich auch irgendwo festgesetzt. Das sehen wir daran, dass die Spur jetzt schon so genau ist.
Oh, wieder blaue Spuren. Schleuderfackel. Ah, das sind wieder Jahrgras. Oh, ich bin erschöpft. Nochmal den Wetzstein benutzen. Ich will halt nicht, dass das Viech wieder aufwacht, ne? Wir müssen uns eigentlich beeilen. Ich weiß nicht, ob die wieder aufwachen können, aber ich gehe mal davon aus. Wird keinen Sinn machen, wenn nicht. Moin, Jungs. Bitte greif mich erstmal nicht an. Ah, sie greifen mich doch an. Das ist der Grund, warum ich Jahrgras hasse. Fast sind wir da. Oh, schläft gar nicht. Schläft er nicht mehr? Ah, oh, das war kacke. Aber ich glaube, er schläft tatsächlich nicht mehr. Also Leute, tut mir leid. Heute können wir leider keinen mehr fangen. Ich hasse dich! Oh, shit. Ja! Wir haben seinen Schwanz abgebrochen, ja! Oh Gott, der Arme! Wyvern-Träne. Ja! Wir haben ihn! Meine Fresse, wenn das nicht ein geiler Kampf war, dann weiß ich auch nicht. So, wir können ihn auch weiter steuern. Wir können einfach weiter steuern. Auch nice. So, wir haben seinen Schwanz abgebrochen. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Ah, da, wir haben einen Schwanz bekommen. Flügel haben wir auch bekommen, wo wir den auch gebrochen haben. Ich weiß nicht so genau, was uns das alles bringt. Eine Schuppe plus, um genau zu sein. Und das war's auch. Oh ne, das sind noch Federn. Das war doch eine erfolgreiche Jagd, oder? Ich glaube, ich nehme gleich direkt die nächste Folge auf. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass er das noch ist. Ich habe gedacht, das wäre irgendein Teil der Natur. From the Nature. Wir gucken mal, ob wir so irgendwie ein Selfie bekommen. So sage ich die ganze Zeit Selfie. Gott, sein Kopf liegt in den Pflanzen. Ach Mann! Man sieht ihn nur ein bisschen. Und irgendwie bin ich halb durchsichtig. So Leute, das hier ist im Übrigen der Captain oder der Kapitän von der Argosy, glaube ich. So spricht man die aus, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, da kann man halt so Waren anfragen und die dann auch kaufen mit diesen Forschungspunkten. Ich habe jetzt hier überall Wertobjekte und hier Materialobjekte angefragt und in zwei Quests legt die dann halt ab. Stimmt, Crack. So, ich hoffe, in der nächsten Folge können wir dann auch wirklich ein Monster fangen. Da habe ich mich natürlich blöd angestellt, weil ich zu lang gebraucht habe. Aber ich werde das Set natürlich drin behalten. Oh mein Gott, Leute, wir haben die Mega-Panzerhaut freigeschaltet. Verbessert deine Verteidigung noch mehr als die normale Panzerhaut. So, das ist quasi ein Serum, das einem bei der Verteidigung stark hilft. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn ich diesen krassen Boss machen will. Na, eigentlich ist ja jedes Monster in diesem Spiel ein Boss, oder? Streng genommen schon. Coole Fünferin. Grüß dich. Schon gehört, überall auf dem Kontinent werden Drachenälteste gesichtet. Ja, nee. Ich überlege nach, wo es uns ein Exemplar zu stellen, das am Korallenhochland gesichtet wurde. Halte draußen deine Augen offen, Mr. Top-Auswahl. Ja, ja, mach ich durch. Für dich tue ich doch alles. Gott, ich kenne die doch gar nicht. So, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge Monster Hunter World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge in... Gott, wie heißt das Gebiet nochmal? In der Wildturmödnis wieder. Dort werden wir dann... Gott, ein Dämon so. Das ist ein neues Monster, den hatte ich noch nicht. Dort werden wir dann auch noch ein neues Monster erledigen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber es ist auf jeden Fall kein so sehr schweres Monster. Für die Monster-Kenner ist es... Kentner? Es ist auf jeden Fall ein großes, braunes, panzeriges Monster. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so schwer. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Sag tschüss, Sherlock. Nein. Ah, okay.